Das Wiener Stadthallenturnier seit 1974 gibt es es und all die Jahre und auch dieses Jahr wieder zählt es zum Highlight des österreichischen Tenniskalenders und auch dieses Jahr gab es bereits die ersten erfolgreichen österreichischen Leistungen zu bewundern. Am Samstag und am Sonntag fanden die ersten Qualifikationsrunden statt, am Montag beginnt der Hauptbewerb und wie gesagt in der Qualifikation, da hat hier schon Lukas Miedler erfolgreich realisiert, nämlich gegen Peter Gregowitsch. Er ist ein ziemlich starker Gegner gewesen, jedoch der Österreicher Miedler hat es geschafft, hat ihn bezwungen und gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe geht es nun im Hauptbewerb weiter. Die zwei anderen österreichischen Qualifikanten, nämlich Juri Radionov und Alexander Erler, die sind leider ausgeschieden. Einer, der keine Qualifikation notwendig hat, das ist Denis Novak. Er ist der einzige Österreicher, der ein fixer Starter ist. Er hat die Wildcard gewissermaßen geerbt, nämlich von Dominic Thiem. Und der Erstrundenkracher, der verspricht durchaus schon Endrunden- und Finalqualität gar, nämlich es trifft Stefanos Tsitsipas auf Grigor Dimitrov aus Bulgarien, ein starker Gegner. Und der Turnierdirektor Herwig Straker, der meint, diese Paarung, die könnte eigentlich in jedem Finale stehen, sogar in einem Grand Slam-Finale. Also den Zuschauern hier beim Wiener Stadthallenturnier, denen wird einiges geboten. Geboten wurde auch im Rahmen dieses Turniers, jedoch nicht an der gleichen Örtlichkeit, nämlich am Wiener Hauemarkt, das sogenannte Tiebreak-Turnier Red Bull Bassline. Hier konnte sich der spanische Superstar Alcaraz gegen Tsitsipas durchsetzen. Rund 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen haben dieses so kurzweilige Spektakel bewundert.